sehr geehrter Herr Botschafter Garmonin, lieber Herr Anatoli Karpow, Sie stehen heute im Mittelpunkt. Es freut mich auch ganz besonders, als Honorarkonsul der Russischen Föderation Sie heute persönlich hier im Landesmuseum begrüßen zu dürfen. Liebe Frau Haug, liebe Isabel Fehr, liebe Mitglieder des Stiftungsrats, lieber Rainer Gopp, ich freue mich sehr, dass ihr heute alle hier seid. Und es ist ein wahrlich historischer Moment, denn das Landesmuseum bringt die Fußball-WM nach Liechtenstein. Etwas, was wir sportlich, da muss man kein großer Prognostiker sein, wahrscheinlich nie schaffen werden, hat das Landesmuseum geschaffen. Da soll mir jetzt einer noch sagen, dass das nicht das Beste ist, um den Gesetzesauftrag hier zu erfüllen. Sport und Briefmarken zu verbinden, das hat, glaube ich, eine große Bedeutung für Liechtenstein. Wenn man weiß, dass Liechtenstein eines der Länder ist, das mit dem Sport vom organisierten Sport sehr durchdrungen ist, aber auch der Individualsport eine große Bedeutung hat. Und von den Briefmarken wissen wir, hat unser Land vor ca. 100 Jahren noch gelebt und lebt heute in den Herzen dieser Tradition auch weiter. Briefmarken haben aber immer auch eine große Tradition in diesem Hause gehabt. Ich erinnere mich in den letzten fünf Jahren an sicher 3, 4, 5 Ausstellungen zum Thema Briefmarken. Und ich glaube, das ist auch beste Werbung für dieses Haus. Wenn man an Fußball denkt, so wissen wir, dass wir ab dem 16. Juni, glaube ich, beginnt die Fußball-WM ziemlich viel Zeit, entweder direkt in Stadien mit erleichterten Visamöglichkeiten oder eben am Fernseh verbringen werden und dass sich sehr viele Leute dafür interessieren, die an und für sich sonst nicht wahnsinnig viel mit Fußball auch zu tun haben in ihrem täglichen Leben. Sport ist etwas Emotionales und Sport kennt eigentlich keine Grenzen. Sport überwindet Grenzen und wenn man sich in Stadien oder auch nur auf den lokalen Fußballplätzen bewegt, ist die Zuschauerzahl immer gleich hoch wie die Expertenanzahl, weil jeder, der zuschaut, hat die Meinung, er wisst es am besten und kann es am besten und wird auch die entsprechenden Tipps geben. Deshalb wird uns die Ausstellung, die Sie uns verdankenswerterweise zur Verfügung stellen, eine ganz besondere für uns sein, weil sie auch Erinnerungen weckt. Allein wenn man diese zwei Briefmarken, Spanien und Argentinien 78, daran denkt, dann glaube ich, weckt das für viele in uns große Erinnerungen. Wenn es österreichische Fußballfreunde unter uns hat, erinnern sie sich ganz besonders ans 78er Jahr. Na, das war der letzte große Erfolg, den die Österreicher irgendwie im Fußball zusammenbekommen haben. Fußball ist eben mehr, das war nicht diplomatisch, Herr Botschafter, Sie verzeihen, aber mein Fußballherz geht manchmal nicht mehr ein bisschen durch. Fußball ist eben mehr als nur Kommerz. Fußball ist mehr als die Organisationen, die Sie vertreten, die manchmal auch für Schlagzeilen sorgen, unangenehmerer Art. Fußball ist das, was Leute verbindet und deshalb sind auch wir heute zusammengekommen. Wir haben in den letzten Jahren viel über Kultur gesprochen. Und man kann durchaus auch die These vertreten, dass Sport und Kultur ja keine Gegensätze sind, sondern wenn man manche Spiele schaut, kann man die auch zumindest als kulturelles Gut im Fußball auch einschätzen. Ich bin froh, dass Sie uns diese Ausstellung ermöglichen. Ich weiß, das letzte Mal war der Wintersport im Vordergrund, diesmal ist es der Fußball. Lassen wir uns überraschen, vielleicht gibt es noch einen weiteren Aspekt in Ihrer Briefmarkensammlung, den wir in den kommenden Jahren mit Begeisterung uns ansehen dürfen. Die russische Fußballnationalmannschaft hat sich auch schon in dieser Region auf große Anlässe vorbereitet. Ich weiß das aus Erfahrung, weil die Fußballnationalmannschaft das letzte Mal in Bad Ragaz war zur Vorbereitung. Verständlicherweise werden sie dieses Mal die Vorbereitung im eigenen Land machen und wir wünschen deshalb auch dem Gastgeberland bereits jetzt schon alles Gute. Wohin der Weg dann auch führen mag, ob er bis ins Finale reicht, das müssen wir den Spielen überlassen. Ich freue mich jedenfalls, die Ausstellung nachher auch sehen zu dürfen und möchte mich bei allen hier bedanken für die Initiative, für dieses Engagement und für diesen kulturellen Auftrag, der hiermit auch in sportlicher Hinsicht erfüllt wird. Vielen Dank.